Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Und ihr habt euch bei der letzten Folge für den guten Professor Quirrell entschieden. Und deswegen habe ich euch heute mal 16 Fakten über den Guten herausgefunden und werde diese jetzt gleich mal direkt präsentieren und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Fakt Nummer 1. Professor Quirrell wurde am 26. September 1992 in Großbritannien oder Irland geboren. Fakt Nummer 2. Quirrell selbst war Halbblut, wer allerdings genau der magische Part seiner Eltern war, ist unklar. Fakt Nummer 3. Zwischen den Jahren 1970 und 1980 besuchte Quirrell die Hogwarts-Schule und wurde dort dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Fakt Nummer 4. Im Jahre 1989 bis 1990 war er auf Hogwarts als Lehrer für Muggelkunde tätig, bis er schließlich zwischen 1991 und 1992 zum Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde. Fakt Nummer 5. Obwohl Quirrell nie ein echter Todesser war und auch nie das dunkle Mal trug, war er in der Lage, einen Patronus zu erzeugen. Dieser war allerdings formlos. Was ein Loser. Fakt Nummer 6. Sein Zauberstab war 9 Zoll lang und bestand aus Erlenholz. Der Kern des Zauberstabs bestand aus Einhornhaar. Fakt Nummer 7. Zur Weihnachtszeit 1991 wurde Quirrell von den Weasley-Zwillingen Fred und George mit verzauberten Schneebällen beworfen. Diese trafen ihn auf seinen Turban, welcher bekanntlich das Gesicht von keinem Geringeren als Voldemort selbst bedeckte. Fakt Nummer 8. Laut seiner Aussage hat er seinen Turban von einem afrikanischen Prinzen geschenkt bekommen, als Belohnung dafür, dass er einen Zombie getötet hat. Fakt Nummer 9. Quirrells Vorname Quirinius entstammt einem römischen Gott mit zwei Köpfen, welcher Janus Quirinius hieß. Weiter geht es mit Fakt Nummer 10. Als er sich für ein Jahr freinahm, um zu reisen, traf er in Albanien auf Lord Voldemort, der ihn für sich gewinnen konnte und ihn davon überzeugte, dass es kein Gut und Böse gäbe, sondern nur Macht und jene, die zu schwach seien, um nach ihr zu streben. Fakt Nummer 11. Nachdem Quirrell vergeblich versuchte, den Stein der Weisen aus Gringotts zu stehlen, beanspruchte Voldemort seinen Körper, um ihn besser kontrollieren zu können. Fakt Nummer 12. Quirrell reiste absichtlich nach Albanien, um Lord Voldemort zu finden, da er naiv genug war, zu glauben, dass er sein Gespräch mit ihm im Griff haben würde. Sein Ziel war es, von Voldemort zu lernen, um ein mächtiger Zauberer zu werden. Allerdings brachte Voldemort ihn so in Bedrängnis, dass er keine andere Wahl hatte, als ihn mit nach Großbritannien zu nehmen. Fakt Nummer 13. Er war hervorragend im Umgang und im Kampf gegen Trolle. Fakt Nummer 14. Obwohl Quirrell ein Stück der Seele von Lord Voldemort in sich aufbewahrte, wurde er nicht als 7. Horcrux aufgelistet. Somit würde Quirrell den 8. Horcrux darstellen. Wahrscheinlich wird er nicht gelistet, da das Seelenstück seinen sterbenden Körper verließ. Fakt Nummer 15. Auf der Schülerliste, die von J.K. Rowling auf Harry Potter und mir gezeigt wurde, wurde ein Schüler namens Quirrell aufgeführt. Aber der Name wurde durchgestrichen und durch Rivers ersetzt. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 16. Quirrell selbst war ein extrem talentierter Zauberer. Er war in der Lage, ohne Zauberstab zu zaubern und auch zu fliegen. Jedoch wird vermutet, dass er diese Fähigkeit nur aufgrund von Voldemorts Einfluss beherrschte. So, das waren meine 16 Fakten über Quirinius Quirrell und ich hoffe, das ganze Video hat euch einigermaßen gefallen und wenn dem so ist, lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt die Playlist der Faktenvideos abchecken, solltet ihr die noch nicht kennen. Und auf der linken Seite könnt ihr meinen Kanal abonnieren oder meinen Merch-Store abchecken, würde mich riesig freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche Samstag bei einem neuen Faktenvideo und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Ciao Leute!